Heute sprechen wir einmal über mehr Karten, die aktuell keiner spielt. Und ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal über Karten, die Karten ziehen könnten. Es gibt aktuell im Game sehr, sehr viele Karten, die uns Karten ziehen lassen. Aber es gibt welche, die werden aktuell gar nicht gespielt. Wir gehen mal so ein bisschen auf den Grund, warum das so sein könnte. Erste Karte, über die wir einmal sprechen, ist einmal One Day of Peace. Eine Karte, die eigentlich grundsätzlich sehr, sehr gut ist. Die Karte lässt beide Spieler eine Karte ziehen. Und bis zum Ende der nächsten Runde kommt kein Spieler Schaden. Das klingt erstmal nach einem Effekt, wo man denkt, oh mein Gott, das ist ja richtig broken. Die Karte geht natürlich allerdings minus 1, denn der Gegner kriegt eine Karte, ihr kriegt eine Karte, ihr verliert aber eine Karte wegen One Day of Peace, weil ihr aktiviert habt. Und keinen Schaden zu machen, ist natürlich doof, wenn ihr gewinnen wollt. Natürlich, ihr verliert die nächste Runde auch nicht, aber ihr könnt halt nicht gewinnen. Das heißt, wenn ihr second geht, ist die Karte relativ nutzlos, ne? Denn ihr kriegt eine Karte, könnt kein Damage machen, ist doof. Wenn ihr anfangt, ist die Karte auch relativ nutzlos, denn ihr gebt quasi dem Gegner eine Karte und ihr kriegt keine Karte zurück. Das macht die Karte allerdings zu einer Karte, die nicht so viel gespielt wird, aber sie ist auf 1. Das heißt, wir könnten die auch nur einmal spielen, selbst wenn wir wollten. Die Frage wäre, wenn die Karte auf 3 wäre, würden wir die Karte spielen? One Day of Peace ist immer eine Karte gewesen, die man eigentlich eher so in Stun-Decks gesehen hat und weniger in Decks, die jetzt wirklich gewinnen wollten, sagen wir es mal so. Meiner Meinung nach eine Karte, die also zu Recht kaum einer spielt, aber grundsätzlich trotzdem eine ziemlich gute Karte ist, obwohl die halt keiner spielt. Machen wir weiter mit der nächsten Karte. Das ist eine Karte, die damals, als sie announced wurde, dass sie rauskommen wird, einen unglaublichen Hype ausgelöst hat. Und das ist einmal Card of Demise. Eine Karte, die viele aus dem TCG kennen werden. Ich werde mal ganz kurz einmal darauf eingehen, warum das so einen riesigen Hype ausgelöst hat. Denn der Effekt von der Karte war erst für ein, zwei Tage gar nicht bekannt. Wir wussten nur, wir kriegen die Karte im TCG. Wisst ihr, was die Karte im Anime kann? Genau, hier die Anime-Version. Ihr zieht Karten, bis ihr 5 Karten auf der Hand habt. Und nach 5 Runden werft ihr eure ganze Hand auf den Friedhof. Das klingt broken, ist auch unglaublich broken. Zum Glück haben wir das niemals im TCG bekommen. Denn der Effekt von Card of Demise ist natürlich ein bisschen angepasst an das TCG. Und deshalb ziehen wir quasi Karten, bis wir 3 auf der Hand haben. Wir können der Runde keinen Schaden machen. Wir können keine Monster-Spezialbeschwörung beschwören. Und am Ende der Runde werfen wir alle unsere Karten von der Hand auf den Friedhof ab. Das ist eine Karte, die unglaublich mächtig ist. Warum? Wenn wir ein Sun-Deck spielen, wir spielen eh eine Zauber- und Fallenkarten, können wir die alle setzen, können die Karte aktivieren, können 3 neue Karten ziehen, gegebenenfalls ein Monster normal beschwören, dass halt den Gegner stunnen kann, werfen wir halt den Rest aus dem Friedhof, was ja vollkommen Bums ist, wenn das Karten sind, die halt uns ein Value geben können. Die Karte wurde grundsätzlich extrem gerne in True Draco gespielt, weil wir in dem Deck ja eigentlich gar nicht speziell beschwören und es eine unglaublich gute Karte ist. Letztendlich wurde die Karte auf 1 limitiert. Komplett verständlich, weil in Sun-Dex ist die echt ganz schön stark. Ich würde wahrscheinlich argumentieren, dass die für das aktuelle Format sogar auf 3 komplett fein wäre. Aber es ist grundsätzlich trotzdem eine Karte, die unglaublich gut ist, die aktuell keiner spielt, weil Sun-Dex aktuell einfach scheiße sind. Und das ist irgendwie gut, weil ich mag Sun-Dex nicht, wenn ich dagegen spiele. Aber doof, weil das heißt, dass Combo-Decks quasi komplett rampant laufen. Ein Deck, wo die quasi hätte gespielt werden können, wäre theoretisch gewesen Flume on the Reast. Da wurde aber nicht gespielt, weil die Karte auf 1 ist und wir halt nachher mehrere Monster auf der Hand haben möchten, wenn wir in die Endphase gehen. Das heißt, das war ein bisschen blöd in Konstellation mit dem Deck selber zusammen. Aber die können in Zukunft für das richtige Deck auf jeden Fall richtig spielbar werden. Falls euch so eine Art von Content gefällt, Like da lassen, auf jeden Fall, damit wir auch über Karten sprechen können, die keiner spielt, die aber eigentlich ziemlich gut sind. Weiter geht's mit der nächsten Karte und das ist aber die Karte Into the Void. Eine Karte, die eigentlich auf den ersten Blick ziemlich schlecht ist. Denn ihr könnt eine Karte ziehen. Das macht sie quasi das Äquivalent zu Upstart Goblin. Wow, Upstart Goblin, keine krass gute Karte, denn die zieht eine Karte. Und das war's. Die Karte ist nicht once per turn. Und am Ende der Runde müsst ihr eure gesamte Hand ablegen. Das klingt nicht gut, aber es gibt mehrere Deckstrategien, wo das wirklich gut sein kann. Wenn wir in unser Deck halt reingreifen möchten und nachher eh keine Karten haben. Ähnlich wie Card of Demise in einem Stun-Deck ist das ziemlich gut, denn wir haben nachher eh keine Karten mehr auf der Hand. Deswegen können wir ruhig einfach ins Deck reingraben. Und eine Deckstrategie, die damals ziemlich beliebt war, ist einmal Pendulum, also Endymion gewesen. Und Endymion braucht Spellcounter. Spellcounter können wir nur generieren, wenn wir Karten aktivieren, die Zauberkarten sind. Dadurch generieren wir Spellcounter und dadurch können wir halt Monster-Effekte negieren, wir können Demon specialen, wir können den Servant specialen. Also grundum eine Karte, die wirklich in diesen Decks geholfen hat, besser spielbar zu sein. Das ist natürlich die Frage, warum spielt die aktuell keiner? Ich meine, wir haben jetzt Upside zurückbekommen auf 3. Die Karte ist witzigerweise immer noch auf 1. Das macht halt auch gar keinen Sinn, weil Upside ja wieder auf 3 ist. Das heißt, bevor wir die Karte spielen würden, würden wir logischerweise Upside spielen. Und das macht die Karte halt nicht gut, weil selbst Upside aktuell eigentlich gar nicht gespielt wird. Sprechen wir über die nächste Karte, die wirklich einen extrem hohen Stellenwert in der Competitive-Szene von Yu-Gi-Oh! Hat. Und das ist einmal Allure of Darkness. Eine Karte, die uns erlaubt, 2 Karten zu ziehen
und dann ein Dark Monster von unserer Hand zu banishen. Die Karte war Staple so ziemlich allen Decks, die Dark Monster abused haben, benutzt haben, für was auch immer. Denn die zwei Karten zu bekommen und die eine Karte zu banishen, hat meistens sogar einen Benefit gehabt, dass wir eine Karte im Banish-Spiel hatten, die vielleicht einen Effekt getriggert hat. Oder wir könnten einfach tiefer ins Deck graben, um vielleicht zwei Monster zu bekommen, falls wir eine Chaos-Brände gespielt haben, mit der wir halt spielen konnten. Also eine unglaublich gute Karte, die übrigens auch nicht once per turn ist. Die hat noch eine witzige Downside. Wenn wir keine Dark Monster zum Bannen haben, müssen wir unsere ganze Hand auf den Friedhof legen. Das heißt, es gibt das Verzweiflungsplay, wenn wir halt topdecken, Lure of Darkness, wenn ich so, okay, let's go. Aktivieren Lure of Darkness, dann, wenn wir keine Dark Monster nachziehen, geht die ganze Hand auf den Friedhof. Ist natürlich auch ziemlich witzig. Warum die aktuell keiner spielt, ist relativ einfach. Die Karte geht nicht plus, das heißt, die können wir halt nur in Dark Decks wirklich spielen. Und es lohnt sich meistens auch nur dann, wenn wir halt irgendeinen Benefit rausziehen aus den Karten. Das heißt, in Thunder Dragon zum Beispiel. Das war das letzte Deck, wo ich sagen würde, da wurde die Karte auf jeden Fall viel gespielt, weil die halt den Benefit bekommen hat, dass wenn die Monster gebanished wurden, die einen Effekt getriggert haben. Heißt, wir haben zwar durch Lure of Darkness kein Plus bekommen, aber wenn wir mit Lure of Darkness einen Thunder Dragon gebannt haben, wie zum Beispiel den hier, den Dark, haben wir den Benefit bekommen, dass wir halt Plus gehen konnten. Plus gehen ist am Deck immer ziemlich wichtig, deswegen war Lure of Darkness in diesen Decks wirklich richtig gut. Aktuell würde ich sagen, dass die keiner spielen wird, weil die Karte zwar an sich gut ist, aber es kein Deck gibt, wo die Karte besser ist als andere Karten. Weil Pot of Prosperity zum Beispiel macht die Karte komplett obsolet, weil die Karte geht ja logischerweise zwei Karten tief ins Deck rein und wir kriegen halt eine Karte, die wir halt brauchen, müssen dafür eine Karte verbannen. Wenn wir aber Pot of Prosperity aktivieren, können wir einfach sechs Karten tief graben und uns die Karte nehmen, die wir am meisten brauchen. Deswegen macht es halt, Lure of Darkness komplett obsolet, was die Karte halt tut. Die nächste Karte ist keine klassische Ziehkarte in dem Sinne, aber eine Karte, die ich immer super gerne gespielt habe, und zwar als Side-Deck-Karte. Denn wir kennen ja alle die Karte Troll and Lockbird. Eine Karte, die sagt, keiner darf mehr Karten vom Deck, also vom Main Deck, auf die Hand adden. Ziemlich krasser Effekt. Früher hat man das aber ein bisschen anders gemacht. Man hat gesagt gehabt, ey, der addet sich aber Karten von seinem Deck. Ich will das auch machen. Und dann hat man eine Karte gespielt wie Shared Right. Eine Karte, die sagt, jedes Mal, wenn dein Gegner eine Karte von seinem Deck oder seinem Friedhof auf die Hand nimmt, können wir eine Karte ziehen. Das heißt, wenn der Gegner das irgendwie 5-6 Mal macht, haben wir halt 5-6 Karten gezogen. Eine unglaublich gute Karte, die aktuell keiner spielt, die aber in einem Format, wo Droll nicht ganz so krass relevant ist, aber es trotzdem Decks gibt, die wirklich viel von verschiedenen Positionen hätten, ob vom Friedhof oder vom Deck, eine sehr coole Karte sein kann, um unsere eigene Position zu stärken. Man vergleicht die Karte ganz gerne mal mit Max C, weil Max C ja auch Karten ziehen kann, wenn der Gegner was Bestimmtes tut. Allerdings ist Max C eine Handtrap und das halt nicht, das ist eine Quickspell-Karte. Das heißt, wenn wir die halt ziehen und der Gegner ist first, komplett nutzlos. Allerdings, wenn wir first gehen und wir haben die Karte auf Hand, kann das unglaublich böse für den Gegner ausgehen, weil wir können ja in allerhand Handtraps reinziehen. Übrigens, wenn ihr wissen möchtet, welche Karten, die ultra alt sind, immer noch gut spielbar sind, habe ich da ein Video zu gemacht. Viel Spaß damit, haut rein. Ciao, Leute.